Nyctal, Uldor. Ah, Linjarel, es ist schon wieder eine Weile her, seit ihr zuletzt im Schwarzgrundtal wart, nicht wahr? Es hat sich viel verändert, allerdings nicht alles zum Besseren, wie ich fürchte, obwohl Gondor den Krieg gewonnen hat. Zumindest Dingobel wurde wieder aufgebaut, nachdem wir die restlichen Orks vertrieben hatten. Aber ich denke, wir werden noch genug Zeit haben, über diese Dinge zu reden. Es ist meine Pflicht, euch darüber zu informieren, dass Reisenden ohne die Erlaubnis des Fürsten oder ohne einen triftigen Grund die Durchreise durch das Tal verwehrt wird. Wieso seid ihr zurückgekehrt? Geteilt Uidor mit, dass ihr im Auftrag König Elessars ins Schwarzgrundtal gekommen seid. Ich verstehe. Das ist für mich Grund genug. Zudem habe ich nicht vergessen, welche Taten ihr zum Wohle des Tals vollbracht habt. Genau, die tun nämlich immer so, als ob sie mich nicht kennen und ob ich nie was für sie getan hätte. Eigentlich müssten sie mich trotzdem reinlassen, ich habe so viel für sie getan. Ich werde euch nicht bei euren Pflichten behindern, meine Liebe. Wenn ihr im Auftrag des Königs mit jemandem sprechen wollt, solltet ihr mit Maltelam reden. Ihr erinnert euch an ihn, oder? Er war der Truchsess des Tals, während Fürst Duinir im Krieg diente. Und obwohl Fürst Duinir zurückgekehrt ist, füllt Maltelam weiterhin die Rolle des Truchsess und Beraters aus. Während der Fürst und die Herrin noch um ihre Söhne trauern. Wenn für euren Auftrag eine Audienz beim Fürsten und der Herrin erforderlich sein sollte, dann sei es so. Aber für alle anderen Angelegenheiten wäre es besser, ihr würdet sie nicht behelligen. Es ist schön, euch wiederzusehen. Möget ihr eure Aufträge schnell erfüllen können. Wie lange es halt schon her ist, dass wir hier waren, ne? Okay, da oben ist ein Ringlein, Maltelam. Linjarel, es ist schön, euch wohlauf zu sehen und es erfreut mein Herz zu wissen, dass ihr diesen schrecklichen Krieg mit Mordor überlebt habt. Das Schwarzgrundtal hat bei der Verteidigung von Minas Tirith und im anschließenden Schlachten viele, zu viele seiner Söhne verloren, wie ihr sicher gut wisst. Ich muss zugeben, dass ich nicht erwartet hatte, dass ihr so bald ins Schwarzgrundtal zurückkehren würdet. Ich auch nicht, aber ich wurde hergeschickt. Ihr dürft selbstverständlich so lange hier bleiben, wie ihr möchtet. Fürst Duinir ist derzeit mit eigenen Angelegenheiten beschäftigt, aber ich verfüge über die Autorität, euch seine Erlaubnis zu erteilen. Jedoch muss ich euch fragen, welche Angelegenheit führt euch hierher? Ihr teilt Maltelam mit, dass ihr im Auftrag König Elessars ins Schwarzgrundtal zurückgekehrt seid, der Gondor bereist, um sein neues Königreich zu sehen. Maltelam nickt, doch bemerkt ihr in seinem Blick ein gewisses Zögern. Ihr müsst meine Direktheit verzeihen, aber vielleicht ist es das Beste, dass ihr an König Elessars Stelle gekommen seid. Das Tal trauert. Und obwohl dies tatsächlich eine neue Zeit des Friedens sein mag, hat mein Volk wenig davon gefunden. Vielleicht kann ich euch helfen. Ach du Schande. Und dann ist es noch nicht mal übersetzt. Aufgaben im Schwarzgrundtal. Vieles hat sich verändert, seit ihr das letzte Mal das Tal besucht habt. Der Krieg hat einen hohen Zoll von uns verlangt. Und viele unserer Bogenschützen sind nicht wieder zurückgekommen von ihrer Reise nach Minas Tirith. Morlad has borne the greatest loss in the Vale, with many of its sons being slain in the war, and in special the Lord's sons Duilin and Derofin. They were beloved among the people of Morlad, and it is a great sorrow that neither of them will be heir to the Lordship of the Vale. Between the news that King Elessars would not come to the Vale and of the baseless rumors that Lord Duinir slew an emissary of the Haradrim in Minas Tirith, the people of Morlad believe that the Blackrood Vale has come to be known a place of disrepute, a place of low-born criminals not worthy of the king's attention. Such a thing cannot be true, of course. Okay, also für das Tal ist es natürlich schlimm, dass die Abkömmlinge des Lords quasi tot sind und er jetzt keine Nachkommen hat. Und da Lord Duinir den Boten der Haradrim in Minas Tirith getötet hat, denken die Leute hier, dass der König oder halt die anderen jetzt denken, dass sie einfach nur Diebe und Räuber sind hier hinten irgendwo
Und ihm ist das natürlich nicht recht, weil er weiß ja, nö, so ist es eigentlich nicht. Wir haben jetzt nur einen schlechten Ruf. After all, King Alessar was swift to pardon the Lord when the true culprit was identified. But Aelis' voice is carried through Minas Tirith and out into Gondor. That is another matter, though. Okay, dass König Alessar ganz schnell die Sache quasi aufgeklärt hat, beziehungsweise ihn schuldlos gesprochen hat, hat sich aber vielleicht nicht bis hierher verbreitet. Die Leute denken halt immer noch, naja, sie wollen natürlich getratschen und es tratscht sich besser über was Schlechtes als über was Gutes, ne? If you have come on behalf of King Alessar, then let us continue your work. It is true that you are an emissary of King Alessar, but more importantly, you are held in high regard among many people in the Vale. Your presence could do much to ease their misgivings in the aftermath of the war. Okay. Er hofft, dass dadurch, dass ich so einen guten Ruf hier habe, ich vielleicht doch ein Bote sein kann, der die guten Nachrichten ein bisschen verbreitet. I would ask that you travel to the hamlets of Alagrand, Sardal and Lankrad to deliver word of King Alessar's gratitude to the people. Oh, and Tinguvel. It has been rebuilt since last you were in the Vale and its people would be pleased to see you again. Okay, Tinguvel wurde wieder aufgebaut und bewohnt. Es wird jetzt wieder bewohnt. Ich soll also in die ganzen Dörfer reisen und dort König Alessars Großzügigkeit kundtun. May you find good fortune in this errand. Let's hope that peace is closer than it seems. Okay, überbringt den Bewohnern der einzelnen Orte unsere Dankbarkeit, was aber bedeutet, dass wir auch wieder hier runter müssen, oder? War nicht hier auch? Lankrad, genau. Aber man sieht gar keinen Ring. Ein Ringlein. Ach, egal. Aber hier gibt es auch noch was. Und das ist Sardol. Sollen wir da auch hin? Lankrad, Sardol, Tinguvel und Alagrand. Okay. Dann ist hier noch was aufgeploppt. Dürfte ich euch mit einer Angelegenheit von eher privater Natur belästigen? Einer meiner Bogenschützen, Egnir, hat sich unerwartet von seinem Posten hier in Morlad entfernt. Das passt gar nicht zu ihm. Zumindest passt es nicht zu der Person, die er war, bevor er mit Fürst Duinir in den Krieg gezogen ist. Seither, und es schmerzt mich, das zu sagen, erkenne ich ihn kaum wieder. Bevor er ging, war er ohne Zweifel einer der geschicktesten Bogenschützen in Diensten von Fürst Duinir, mit dem sich nur der Fürst selbst und seine beiden Söhne Duilin und Derufin messen konnten. Als Egnir zurückkehrte, sah ich einen Schmerz in seinen Augen, der jenem von Fürst Duinir und Herrin Rosfin ähnelte. Doch ich weiß nicht, wie er sich seiner bemächtigen konnte. Ich habe ihn gefragt, erhielt jedoch keine Antwort. Und nun ist er sogar aus Morlad verschwunden. Wie er sich seiner bemächtigen konnte? Also wie er quasi zu diesem Schmerz, ob was für ein Schmerz quasi ihm zugestoßen ist, damit dass er so ist? Versteht mich nicht falsch, meine Liebe. Es geht mir nicht um eine Bestrafung. Ich mache mir Sorgen um ihn und darum, dass er vielleicht gar nicht mehr zu uns zurückkehrt. Soweit ich weiß, wurde Egnir zuletzt auf dem Weg nach Süden Richtung Alagrand gesehen. Würdet ihr ihn suchen und ihn bitten, nach Morlad heimzukehren? Wenn wir ihn denn lebend finden, dann können wir das tun. So, jetzt müssen wir trotzdem auch noch mit Rosfin sprechen, oben. Vielleicht mit Rosfin vor ihrem Haus in Morlad. Wütende Einwohner? Müssen wir wieder Leute beschwichtigen? Hat schon ein cooles Dorf, ne? Hier so am Berg. Von oben kann eigentlich nichts passieren. Und wenn hier unten Feinde kommen, sehen sie es sofort. Und dann muss der Feind auch noch über den Fluss. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und man überblickt das ganze Tal. Ich glaube, ich bin jetzt gerade nicht so glücklich gelaufen, oder? War jetzt irgendwie falsch rum. Wir müssen hier weiter hoch. Ja, 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 ich hätte nicht abbiegen sollen. Noch ein mürrischer Glorven. Oder sind sie immer noch mürrisch von damals? Dass die halt so ein kleines Häuschen haben, so ein Hütchen.
Oh, Linjarill, ein dunkler Schleier liegt über dem Schwarzgrundtal, denn der Krieg hat es heimgesucht und alle seine jungen Männer wurden nach Osten gezogen. Auch meine Söhne wurden mitgerissen und Duilun und Derufin werden nicht heimkehren. Mein Gemahl Duinir meint es gut mit mir und nennt mir keine Einzelheiten, was meinen Söhnen widerfahren ist, doch es nicht zu wissen ist schrecklich, wenn ich nur wüsste, dass sie schnell gestorben sind, ohne zu leiden. Herrin Rosfin stehen die Tränen in den Augen und sie blickt euch flehentlich an. Als sie jedoch zögert, wendet sie ihren Blick ab. Nein, nein, ich werde euch nicht fragen. Ich weiß, Duinir möchte mich nur verschonen, der alte Sturkopf. Ich bin stärker, als er glaubt. Das war ich schon immer. Mir ist nicht entgangen, dass er nicht in der Lage war, unsere Söhne vor dem Tod zu bewahren. Er mit seinem starken Schwertarm und seinem dicken Schild, während ich gezwungen war, in Morlad zurückzubleiben. Ich, die ich sie vielleicht hätte beschützen können. Ich glaube, sie wäre dann auch draufgegangen, ha? Bei dieser großen Schlacht. Das Leben kann grausam sein. Doch für eine Mutter in Kriegszeiten ist es am grausamsten. Denke unaufhörlich, der Wind würde jeden Augenblick das Lachen oder Geprahle meiner Söhne an meine Ohren herantragen. Doch dann würde ich Duilin und Derufin sehen, wie sie den Weg durch das Dorf hinaufstapfen, am Leben, wohlauf und froh. Doch ach, ach, das ist mir nicht vergönnt. Ja, das, ich stelle mir das ziemlich furchtbar vor, muss ich ehrlich sagen. Ich kann es mir gut vorstellen, wie es sich für sie anfühlt. Ich habe Roswin wieder und wieder gesagt, dass ich nichts tun konnte, um unsere Söhne zu retten, doch sie hört nicht auf mich. Duinir senkt die Stimme, sodass er nur noch mit euch spricht. Dass er nur noch mit euch spricht, ohne dass seine Gemahlin ihn hört. Wenn ich nachts wach liege, frage ich mich manchmal, ob ich meiner Gemahlin die Wahrheit sage. Ich habe Duilin und Derufin dazu erzogen, kühn und tapfer zu sein, und sie erfüllten mich in an jedem Tag ihres Lebens mit Stolz. Doch hätte ich sie dazu erzogen, weniger kühn zu sein, weniger tapfer. Oh, das sind die Gedanken, die man hat im Nachhinein. Ob man vielleicht hätte vermeiden können, was passiert ist. Und wenn es selbst das ist, ne? Dann wären sie vielleicht nicht mitgegangen, dann wären sie hier geblieben. Aber das ist nur, weil er jetzt weiß, dass sie ums Leben gekommen sind. Wenn sie weniger kühn und weniger tapfer gewesen wären und hier geblieben wären und er wäre in den Krieg gezogen, wäre wieder zurückgekehrt, dann hätte er gesagt, und ihr hättet auch Ehre erlangen können, wenn ihr mitgekommen und tapfer gekämpft hättet. Weil er sich dann gedacht hätte, dann wären sie vielleicht auch wieder zurückgekehrt. Und dann wäre er vielleicht nicht so stolz auf sie gewesen, wie er es jetzt ist. Duinir gerät ins Stocken und unterdrückt ein Schluchzen. Er kehrt Rosfin den Rücken zu, um sein Gesicht zu verbergen. Würden meine Söhne heute noch leben, wenn ich sie nicht dazu erzogen hätte, dieselben Ideale in Ehren zu halten wie ich? Ach, nein. Hört auf, genug. Ihr kommt im Auftrag des Königs, nicht um euch das wirre Gerede eines traurigen alten Mannes anzuhören. Sprecht mit den Leuten in Morlad. Tut, wofür ihr gekommen seid. Ach, jetzt muss ich mit den Mürrischen sprechen. Okay, machen wir mal. Mit den Mürrischen und Wütenden. Ich habe euch nichts zu sagen. Geht. Ja, danke. Ich krieg den Hader ab, den der Fürst hier nicht abkriegen will, oder wie? Oh, mit dem müssen wir dann auch noch kämpfen, oder? Wenn der schon Signatur ist. Ihr wagt es, mit mir zu sprechen, nachdem ihr solchen Tod nach Morlad gebracht habt? Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich sag's ja. Greift mich einfach an, der Sack. Oh nein, ich ergebe mich. Ihr hört einen Hilferuf, der vom Eingang nach Morlad zu kommen scheint. Also unten. Hier weiter hinten, oder? Warte. Wir haben den falschen... Sprecht mit Keba. Wieso hat er um Hilfe gerufen? Über? Warte, wo? Hä? Südwestlich des Eingangs von Morlad. Also Eingang ist ja hier. Südwestlich ist dann wahrscheinlich... Nee, das ist eigentlich eher hier oben.
Warte. Hier? Da leuchtet aber gar nichts. Südwestlich ist eigentlich hier, ne? Die Frage ist, auf diese oder auf jener? Brückenseite, Flussseite? Ah, tatsächlich hier. Was ist denn passiert? Ich sehe nichts. Oh, freut es mich, euch zu sehen. Vor ein paar Minuten hat mich eine Bande von Rüpeln überrumpelt. Ich musste fliehen und mich verstecken. Was ist, wenn sie zurückkommen? Die kommen auch wahrscheinlich zurück. Oh, da sind sie schon. Wütende Einwohner und alle Signatur. Ja, danke. Wollt euch? Wollt ihr denn von dem armen Kerl? Und die kämpfen auch bis zum Letzten. Sag mal, als ob ich ihnen nicht geholfen hätte. Ja, wahrscheinlich, weil ich schuld bin, dass ihre Söhne und Töchter gefallen sind im Krieg oder wie. Keba dankt euch und bringt sich schnell in Sicherheit. Danke, meine Liebe. Ach, das war furchtbar. Aber jetzt geht es mir gut und er haut ab. Ja, super. Sucht Legolas und Gimli westlich des Eingangs. Wir holen erstmal das hier. Okay, aber da kriegen wir wenigstens einen Richtungspfeil und müssen nicht suchen. Und warum sind die außerhalb des Ortes? Legolas und Gimli? Was macht ihr hier in den Büschen? Legolas und Gimli stehen mit gezogenen Waffen bereit. Und hier ist ein Pfeil im Baum. Untersucht den Pfeil, der im Baum feststeckt. Der Pfeil, der in der Baumrinde steckt, sendet eine Warnung. Ein Glück, dass dieser Pfeil nicht mit mehr Geschick abgefeuert wurde. Jemand hat aus dem Hinterhalt auf mich geschossen. Ich habe wirklich Glück, dass dies eine Menschenstadt ist und keiner der Elben, sonst hätte der Pfeil sein Ziel vielleicht getroffen. Wie recht er hat. Das glaube ich ihm aufs Wort. Was haben diese Leute denn? Wissen sie nicht, dass wir hier sind, um ihnen zu helfen? Glaubt ihr, die Erben von Castamir sind schuld? Keine Ahnung. Sprecht mit Duin hier vor seinem Haus. Sehr merkwürdig, wie wir hier empfangen werden. Also entweder haben die einen Hass quasi auf Elissa und mich natürlich als seine Botin. Und das ist für sie absolut uninteressant, was ich zuvor für sie getan habe. Ja, der Wütende steht immer noch da. Unterstützer der Erben von Castamir? Nein, ich glaube nicht, dass sie dahinter stecken. Nicht in Schwarzgrundtal. Brunir blickt euch geradewegs in die Augen. Mein Volk hat stark gelitten, wie wir alle. Und König Elessar hat sich nicht die Zeit genommen, Morlad selbst zu besuchen. Es gibt hier keine Verschwörung. Die Bewohner des Tals trauern und ihre Trauer hat sie wütend gemacht. Ich verstehe das. Denn auch ich bin wütend. Okay, also tatsächlich so, wie ich angenommen habe. Gedanke habt euch wohl. Ich werde versuchen, meine Trauer und die meines Volkes in den Griff zu bekommen. Aber König Elessar täte gut daran, sich daran zu erinnern, dass nicht alle Einwohner Gondors so ernst und kalt wie seine geliebten Elben sind und dass er sein Königreich verlieren könnte. Sollte er nicht gut aufpassen. Und sollte dies geschehen, wird es nicht das Feuer der Korsaren sein, sondern der Zorn seines eigenen Volkes, der es ihm nimmt. Sagt ihm das. Meine Treue gehört ihm, da ich einen Eid auf Gondor abgelegt habe, aber was ich sage, stimmt und er täte gut daran, es sich zu Herzen zu nehmen. Es war ja halt überall, ne? Da vielleicht auch, wo die Leute es gar nicht erwartet oder gebraucht hätten. Und da, wo sie sich gefreut hätten, wenn er bis ins hinterste Eck gekommen wäre, da ist er jetzt nicht hergekommen, ne?
Reist in das Gebiet südlich des Schwarzgrundtals im Königreich Gondor und stoßt wieder zu König Alistar auf der Straße nach Anfalls. Das heißt, wir dürfen hier jetzt erstmal so ein bisschen Aufgaben machen. Wir können hier reingehen, also immer noch reingehen. Warum? Einfach, weil es schon früher ging? Oder gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Wahrscheinlich eher nicht. Oh, drinnen sieht es aber sehr groß aus. Aber das ist ein bisschen künstlich, oder? Wie hier das Licht hineinfällt. Das sieht ein bisschen eigenartig aus. Das sollte nicht der Fall sein. Und wenn man jetzt davon ausgeht, okay, die Sonne scheint von... Aber immerhin ist es nur von einer Seite. Und dann könnte man eben davon ausgehen, dass die Sonne von der Seite hereinscheint. Aber... Warte mal. Wir haben Nacht. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Okay, dann besuchen wir jetzt einfach die Orte. Vielleicht erstmal hier und da und dann da und da, würde ich sagen. Obwohl, nee, wir machen erstmal da und da, weil wir haben ja hier schon den Reitpunkt. Dann können wir nämlich von da nach da reiten. Und müssen nicht nachher die weite Strecke nehmen. So machen wir's. Wir haben den ersten Ort erreicht. Kalennen. Ihr könnt Egnir unter den Jägern von Alagrand nicht finden. Wie kann ich euch behilflich sein? Ihr fragt Kalennen, ob ein Mann namens Egnir in Alagrand gewesen ist. Egnir sagt ihr? Ja, ein Mann dieses Namens ist vor ein paar Tagen vorbeigekommen. Er blieb allerdings nicht lange. Ich muss zugeben, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, mit ihm zu sprechen. Er sah recht grimmig aus und schien nicht auf ein Gespräch aus zu sein. Sarnir hat sich davon jedoch nicht abschrecken lassen. Ihre Unterhaltung kam mir recht einseitig vor, aber hin und wieder habe ich Egnir Antworten hören. Warum fragt er nicht Sarnir, wohin Egnir gegangen sein könnte? Wir kommen zurück in Alagrand, Linjarel. Was verschafft mir die Ehre eures Besuchs? Ihr lasst Kalennen wissen, dass ihr im Auftrag von König Alistar gekommen seid, um den Bürgern von Alagrand eine Botschaft zu überbringen. Kalennen ruft die anderen Bewohner von Alagrand herbei und tritt dann zurück, um euch sprechen zu lassen. Ihr drückt den Menschen von Alagrand eure tiefste empfundene Dankbarkeit aus, und während eure Worte einige zu berühren scheinen, zeigen andere keinerlei Interesse. Im Namen König Alistars entschuldigt ihr euch für die strengen Erlasse während des Krieges, einschließlich der vorübergehenden Aussetzung der Jagd auf Befehl von Maltelam, und einige Zuhörer in der Menge grummeln zustimmend. Als ihr eure Rede beschließt, geht die Menge auseinander. Ich weiß eure Worte zu schätzen, meine Liebe, und ich glaube, sie könnten vielen Bewohnern des Tals Trost spenden. Den meisten von uns hier in Alagrand ist es allerdings einerlei, ob uns der König besucht oder nicht. Obwohl wir für das Ende dieses schrecklichen Krieges dankbar sind, ist es kein Geheimnis, dass uns die meisten seiner Schrecken erspart geblieben sind. Schließlich sind wir nur einfache Jäger. Wenn uns König Alistar seinen Dank aussprechen will, würde ich ihn nicht abschlagen. Vielleicht kann er Alagrand einen Besuch abstatten, wenn er das nächste Mal ins Schwarzgrundtal kommt. Also auch die würden sich eigentlich freuen, wenn er persönlich vorbeigekommen wäre. Können wir hier nochmal ein Kopfgeld machen? Ein Kopfgeld. Der Aushang schreibt ein Kopfgeld für denjenigen aus, der im Schwarzgrundtal eine Spinne namens Kurzglock erlegt. Erlebt? Erlegt. Laut Beschreibung ist sie eine furchterregende riesige Spinne, die ihresgleichen verschlingt und in den Höhlen von Lingrod lauert. Wem es gelingt, Kurzglock zu bezwingen, der soll im Dorf Sardol mit Melril sprechen. Am unteren Rand wurde in einer anderen Handschrift noch eilig etwas ergänzt. Man soll Melril als Beweis die Kieferknochen von Kurzglock bringen. Auch ist ja nett, dann muss man hier wenigstens nicht nochmal herkommen, ne? Wenn man es im nächsten Dorf abgeben soll. Durch den Aushang wird ein Kopfgeld auf zwei alte Wölfe ausgesetzt, die durch das Schwarzgrundtal streifen. Dokwor und Hultak. Laut Beschreibung sind sie brutale und blutrünstige Leitwölfe, von denen viele der aggressiven und schändlichen Wölfe im Westen Gondors abstammen. Wer Jagd auf Dokwor und Hultak machen will, der soll sich im Schwarzgrundtal den Kadaver eines Rehs beschaffen. Die Wölfe sind nämlich äußerst scheu und kommen nur hervor, um frisch erlegte Beute zu fressen. Der Aushang erwähnt noch, dass die Pelze von Dokwor und Hultak als Beweis für ihr Ableben von Gurion im Weiler Langrad
gebracht werden müssen. Gut, dass wir zuerst hierher gekommen sind. Hm? Gibt's sonst noch irgendwas hier? Ja, es gibt ein paar Ringlein. Dirion möchte noch was. Linjarel. I had not heard that you'd return to the Vale, but business brings you here. Ach, er hätte gar nicht erwartet, dass ich wieder herkomme und hat auch gar nicht davon gehört. You informed Dirion that you are one of King Elessar's emissaries in Gondor and that you have come to aid the people of Blackroot Vale. Oh, I must excuse the manner of my behavior when last you visited the Vale. I was perhaps too vocal in my displeasure with the Stuart's leadership, and you did not deserve such a harsh welcome to Alagarant. But if you are here to aid us, okay, er entschuldigt sich, dass das letzte Mal nicht ganz so freundlich zu uns war. Dirion appears embarrassed, and his face flushes red. You see, Drauk has lost his favorite toy somewhere in the woods, and try as I may, I haven't been able to find it. Drauk could likely find itself, but there are traps about, and I would not risk him stepping into one of them. I call his toy Blue, because it's blue, and well, you'll understand. Okay, Drauk hat sein Spielzeug im Wald verloren, und er hat's bis jetzt nicht finden können. Drauk könnte es vielleicht selber finden, aber er möchte ihn da eigentlich gar nicht hinlassen, weil da so viele Fallen im Wald sind. Would you please take a look in the traps outside, Alagrand? If it's not in one of those, it's probably lost, but I would appreciate your help. Just the same, my friend. Okay. Ich soll in den Fallen mal nachschauen. Also er vermutet es in den Fallen selber. Da sind doch schon Fallen gleich vor der Tür. Es ist eine Weile her. Nehmt es mir nicht krumm, aber ich habe nicht erwartet, euch nochmal im Tal zu sehen. Was bringt euch nach Aglarand, Alagrand? Er erkundigt euch bei Sarnia, ob er mit einem Mann namens Egnir gesprochen hat und weiß, wohin dieser nach seinem Besuch in Alagrand gegangen sein könnte. Ihr lasst ihn wissen, dass Egnir seine Pflichten vernachlässigt hat und nach Morlath zurückkehren muss. Ach, stimmt. Dieser Egnir war kurze Zeit hier. Er sagte, dass er in den Wäldern bei Alagrand etwas zu erledigen hätte, ging aber nicht weiter ins Detail. Ich gebe zu, dass mich die Neugier überkam und ich ging ihm ein gutes Stück hinterher. Ich sah, wie er etwas in einem der Bäume westlich von Alagrand ritzte, wagte es aber nicht, ihn zu stören. Schließlich machte ich mich auf den Rückweg nach Alagrand, noch bevor er sein Werk vollendet hatte. Ich sprach noch einmal mit Egnir, als er zurückkam, und er erwähnte, dass er sich mit einem Mann treffen wolle, an dessen Namen ich mich leider nicht mehr erinnern kann. Er begann mit einem L, aber wie hieß er noch gleich? Ich bin noch nicht mal in den Wald hinaus, um seine Schnitzerei zu begutachten. Warum seht ihr euch nicht an, was er dort eingeritzt hat? Ich werde inzwischen versuchen, mich an den Namen dieses Mannes zu erinnern. Findet ihr in Schrift. Okay. Ein bisschen merkwürdig. Eine Falle, aber wahrscheinlich wird das Spielzeug nicht in der ersten Falle zu finden sein. Die Falle ist leer. Mal gucken, ob man sie da sehen kann, ob überhaupt was in der Falle ist oder nicht. Oder ob wir einfach nur, was weiß ich, 10 Fallen, was... Die Wölfe können hier überall sein. Ach nein, wir sollen ja erstmal ein Reh jagen, damit wir den Köder haben. Ihr habt einen Rehkadaver aufgesammelt. Genau, und jetzt tut sich das schon ein bisschen einschränken hier. Das Umfeld, da ist noch eine Falle. Sieht leer aus. Mal rein. Ihr findet keine Spur von Blau. Die sieht auch leer aus. Die Falle ist leer. Wer hätte es gedacht? Ist auch nichts drin. Zumindest visuell nicht. Hm.
wahrscheinlich in der allerletzten Falle. Wenn überhaupt. Gibt es noch eine Falle? Ja, ums ganze Dorf rum. Hier unten? Ist hier noch Fallen? Ich glaube, ich bin jetzt zu weit unten, ja. Also wenn, dann oben im Dorf. Hält das Reh länger? Oh, man sieht es sowieso nicht. Ist lila das mit der Falle? Ja. Also tatsächlich hier irgendwo. Da ist noch eine Falle. Wo ist sie? Da irgendwo. Ah ja, da hinterm Baum. Sieht aber auch leer aus. Oder? Ja. Nächste Falle. Was sagt die Quest? Jetzt ist Lila vorbei. Ich glaube, wir müssen wieder zurückkehren. Nö, sucht in den Wallen der Fallen der Wälder. Okay, sind das jetzt? Oh, Bär, ich will dir nichts tun. Da ist noch was, aber das ist nicht lila. Ihr entdeckt eine verunstaltete Inschrift auf einem Baum in der Nähe. Eine Schnitzerei in einem Baum, die mit einer Klinge zerstört wurde. Vermutlich stand dort einmal E plus D. Eine Liebschaft, das hat irgendwas mit einer Liebschaft zu tun. Und vielleicht, oh, kann es sein, dass er heimgekehrt ist? Festgestellt hat, dass in der Zeit seine Geliebte sich jemand anderen gesucht hat? Und er jetzt diesen anderen sucht? Weil er vielleicht über ihn sie wiederfinden will oder sich an ihm rächen will? Das könnte sein. Dass er vielleicht vorhat, einen Mord zu begehen. Könnte durchaus sein. So, was haben wir hier? Eine ausgelöste Falle. Ein kleines farbenfrohes Objekt in einer Falle in der Nähe fällt euch ins Auge. Es ist blau! Süß. Blau scheint eine Puppe zu sein, die dem Bergmenschen nachempfunden ist. Okay, dann können wir wieder zurückkehren. Schau mal, ich habe dein Spielzeug. Er schläft noch. Draug jault vor Freude und schnappt Blau praktisch aus eurer Hand. Süß. Oh, wunderbar. Seht nur, wie Draug sich freut. Freut, ich gebe zu, ich hatte Blau schon beinahe aufgegeben. Natürlich hätte ich einfach ein neues Exemplar nähen können, aber es wäre nicht dasselbe gewesen. Und Draug hätte es sowieso gemerkt. Kann euch nicht genug danken. Aber immer doch gern geschehen. So, mal gucken, ob ihm jetzt der Name eingefallen ist. Nun, habt ihr sie ja gefunden? Ihr berichtet Sarnia, dass ihr auf einem Baum in der Nähe eine Inschrift gefunden habt, die sich trotz mehrerer tiefer Einschnitte in die Rinde des Baums deutlich als E plus D entziffern lässt. Unstaltet? Oh, vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht wurde sie vor langer Zeit von jemand anderen dort eingeritzt. Oder vielleicht sogar von Ignir selbst. Ich denke mal, weil E ist er wahrscheinlich und D ist die Dame. So wie ihr sie beschreibt, scheint sie sich um eine Art Liebesbeweis zu handeln, doch auf Ignis Herz scheint großer Kummer zu lasten. Wieso sollte er den ganzen Weg von Morlad auf sich nehmen, um ihn zu lindern? Ich nehme an, das E steht für Ignor, aber mit D könnte das halbe Tal gemeint sein. Zumindest bezieht es sich nicht auf Dirion dort drüben, das ist sicher. Ich glaube, er hat nicht ein einziges Wort mit Ignir gewechselt. Aber mir ist der Name des Mannes eingefallen, mit dem sich Ignir treffen wollte. Luthier. Ich glaube, er ist einer der Bogenschützen des Fürsten, doch fragt mich nicht, wo er sich aufhält. Wer hat euch gleich noch geschickt? Uidor? Ihn solltet ihr fragen. Er ist einer der besten Hauptmänner Morlads und kennt sich besser aus als ich. Ich hoffe, dass ihr Ignir finden werdet, meine Liebe. Sein Kummer scheint ihn überwältigt zu haben. Und ich weiß nur zu gut, wie schwer es sein kann, ihn wieder loszuwerden.
Die Toten und die Lebenden. Dann sollen wir jetzt nochmal zurück ins nächste, in den vorherigen Ort? Also hier sind wir jetzt durch. Nö, wir gehen jetzt erstmal hier in den Süden. Und reiten dann von da wieder nach da.